Ich gratuliere Ihnen im Namen der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, Landesverband Thüringen, sehr herzlich zu Ihren Leistungen und ich wünsche uns allen, dass Sie auch weiterhin so engagiert sich in der Gesellschaft einbringen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Ehrung des Thüringer Landesverbandes der Deutschen Vereinigung für politische Bildung ist für außergewöhnliche Leistungen von Abiturienten im gleichnamigen Bereich vorgesehen. Landtagspräsidentin Birgit Dietzel hielt anlässlich der Vergabe des Abiturpreises am 8. Juli 2014 im Thüringer Landtag die Eröffnungsrede. Um den Abiturpreis des Thüringer Landesverbandes der Vereinigung der politischen Bildung hier im Landtag die jungen Menschen zu prämieren und auszuzeichnen, die sich gerade im Bereich der politischen Bildung, des politischen Engagements in ihrer Ausbildung und zum Abitur verdient gemacht haben. Der Thüringer Landtag misst der politischen Bildung einen großen Stellenwert zu. Denn es ist Auftrag des Parlaments, neben der Kontrolle der Regierung und als gesetzgebende Versammlung, vor allen Dingen auch die Demokratie in der Gesellschaft breiter zu verankern. Und um dieser Aufgabe gerecht zu werden, unterstützen wir natürlich die Schulen und Bildungsträger dabei, nachhaltig wirkende Lernprozesse zu initiieren und zu gestalten. Bei der Verleihung des Abiturpreises kommt es auf hervorstehende Leistungen in den sozialwissenschaftlichen Fächern an. Gleichzeitig wird auch das außerschulische Engagement der Schülerinnen und Schüler bedacht. Was Sie sich wünschen, dass sich das erfüllt. Dankeschön. Vielleicht sieht man sich in diesem Hause wieder. Wer weiß. Geehrt wurden 2014 Jörg-Andreas Müller vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Ruhla sowie Patricia Kruse und Mathéa Courtier von der Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt. Patricia Kruse und Mathéa Courtier sind Mitglieder des Heiligenstädter Jugendparlamentes. Jörg-Andreas Müller ist ein begabter und an vielen Kulturevents beteiligter Musiker.